Was geht ab, Mann, und sie weiter, Osiri hier. Und wir haben neue Informationen und Details zu den neuen Charakteren, zu den neuen Karten Super Saiyan Blue Evolution Vegeta und zum Dokkan Awakening von Jiren. Sowohl als auch zu den neuen Stages und Story-Events, die erscheinen werden. Denn die ganzen Teaser zu den neuen Events und zu den Story-Events kamen schon gestern. Diese werden erscheinen morgen am 26.04. um 10 Uhr morgens unserer Zeit. Und auch die Karten selbst, die neuen Charaktere selbst, die wir uns gleich näher ansehen werden. Zu den Charakteren selbst, auf die BZ Space werden sie für 7 Uhr morgens morgen, also am Donnerstag, angeteasert. Beziehungsweise ist es in den Daten. Deswegen gehe ich davon aus, dass das eine Serverwartung geben wird und die Charaktere mit den ganzen Events, mit den neuen Stages, frühestens ab 10 Uhr morgens im japanischen Dokkan Battle zu unserer Zeit jedoch online sein werden. Genau, um es kurz klarzustellen, das ist das Teaserbild und auch um es klarzustellen, das ist das neue Dokkan-Event vom neuen Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, jedoch ist es eine neue Stage, also kein komplett neues Dokkan-Event. Zum Int Vegeta Blue Dokkan-Event wird eine weitere Stage hinzugefügt für den neuen Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, natürlich mit neuen Medaillen etc. etc. Jiren bekommt sein, klar, er hatte noch keins, bekommt ein ganz neues Dokkan-Event, er bekommt sein Dokkan-Event morgen. Und ein Story-Event wird kommen. Story-Event wird kommen. Auf den Teaser-Bildern sind schon ein, ja, Transformed Jiren heißt, sage ich mal, nenne ich es mal, und ein Ui Goku. Aber dazu nicht allzu viel, beziehungsweise nicht allzu viel rausinterpretieren. Wir werden uns das gleiche ganz ansehen, was wir da erwarten können. So, die ganzen Essay-Animationen, Charaktere könnt ihr euch gerne auf Twitter ansehen. Ich habe sie alle reingepostet vom Jiren, von Vegeta, vom neuen Vegeta selbst. Sind wirklich sehr, sehr gut, beziehungsweise ich habe sie retweetet. Shoutout an Mai und natürlich an jeden, an den ich hier die Quellen nutze. Super Saiyan Blue Evolutions Transformationen. Transformation sieht so aus, die Transformationsmechanik. Richtig geil, richtig geil. Und komischerweise, erstaunlicherweise, Gamma Burst Flash aus dem Manga benutzt eine SR-Form. Diese Ulti hat der Manga eingesetzt gegen Rosé, die jetzt im Spiel heißt auch genauso. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine weitere Zeit. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Charaktere und schauen uns alles genau detailliert an. Schauen wir aus vorweg, wenn euch das Ganze gefällt, ihr gehypt seid, lasst ein Like da und ein Abo-Button, beziehungsweise klickt aufs Abo und abonniert mich, falls ihr neu seid. Let's go! So, Vegeta, Super Saiyan Blue Vegeta. Er heißt Super Saiyan Blue Vegeta, wenn er als SR droppt, wenn er sich transformiert, gehen wir davon aus, dass er Super Saiyan Blue Evolution Vegeta heißt, aber dies heißt in seinem Team. Können man keine anderen Super Saiyan Blue Vegetas mit reinnehmen. Finde ich ein bisschen schade, weil der Int Vegeta Blue ist wirklich sehr, sehr stark. Wäre ein guter Partner für ihn, aber es war abzusehen. Es war klar, dass es so kommt. Also ich hatte nichts anderes erwartet. Zu der Karte selbst. Wenn ich mir kurz mal verschieben dürfte. Die Karte selbst. Lass ich das erstmal euch runterbrettern, erklären und dann als Vegeta-Liebhaber sage ich mal eine persönliche eigene Meinung dazu, was ich dazu finde. So, Super Saiyan Blue Vegeta. Leader Skill. Pur Saiyan, er ist der Kategorieleader der Saiyajins, der puren Saiyajins. Keine Hybrid Saiyans wie Ultimate Gohan, sondern der puren Saiyajins. Er gibt diesen, Leader Skill ist leider ähnlich wie von Ultimate Gohan, komme ich gleich drauf zurück zu sprechen. Kategorie Ki plus 3, der Pur Saiyan Kategorie gibt der Ki plus 3 auf HP und F 170%, auf den Angriff 130%. Super Attack, ihr seht es, Gamma Burst Flash, macht immense Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark. Seine Passive, also seine Form, in der TOR-Form, ohne seine Mechanik, Transformationsmechanik, ist, beziehungsweise gibt ihm 120% auf seinen Angriff, auf die Verteidigung 60% und er macht jedes Mal zwei weitere Additional Attacks, garantiert, die haben keine Chance und zwei weitere Additional Attacks, hier muss ich sofort sagen, leider haben diese keine Chance auf eine Super Attack. Finde ich nicht schlimm, weil, ihr müsst es so sehen, es sind garantierte Additional Attacks, sie kommen immer zweimal und dienen dazu, seine Passive zu erhöhen, so schnell es geht. Leider haben sie den Super Attack nicht, Faktor nicht dabei, dass eine Chance hat, einen Super Attack zu werden, aber das wäre dann schon ein bisschen OP, wenn die Additional Attacks garantiert wären und dann noch eine Chance auf einen Super Attack. Denn wozu sind diese Additional Attacks? Jedes Mal, wenn er angreift, erhöht er seine Verteidigung um 7%, das Maximum 70%. Und wenn die Bedingungen stimmen, transformiert er sich. Was sind diese Bedingungen? Die Bedingungen sind, er hat eine 30%ige Chance, sich in den Super Saiyan Blue Evolution Vegeta zu transformieren nach 4 Runden. Heißt, wenn 4 Runden vorbei sind, hat er jedes Mal, wenn er in Rotation kommt, 30%ige Chance, sich zu transformieren. Finde ich nicht schlecht, kann man mitgehen. Easy, simple geklärt. Finde ich gut. Jetzt, seine transformierte Passive. Dann, wenn er sich transformiert hat, also Super Saiyan Blue Evolution Vegeta geworden ist, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 130% at Start of Turn, also immer wenn er in der Rotation ist, und macht weiterhin seine zwei Additional Attacks. Diese geben jedoch jedes Mal, wenn er nicht nur die Additional Attacks, sondern jedes Mal, wenn er einen Angriff startet, bekommt er, beziehungsweise wird seine kritische Chance
um 10% erhöht das Maximum 70%. Heißt, dieser Dude kann 70%ige Chance haben, das Maximum ist eben zu critten. Geil. Ja, unerweckt defensiv, erweckt aggressiv. Und genau, es steht hier schon dran, dass nicht wirklich, es steht nicht dran, dass die Additional Attacks eine Super Attack haben, wird es auch nicht sein. Und normalerweise steht es dran, ganz riesen. Und komischerweise, wenn es dran somit, verliert er die Pure Sane Kategorie, also ist nicht mehr eine Kategorie, muss aber ein Fehler sein, wird bestimmt noch gefixt. Also ist er in den Daten und ist noch nicht draußen, bis er draußen wird, kann man das noch fixen. Link Skill, Prodigy, Super Saiyan, Royal Lineage, Warrior Gods, Prepare for Battle, Tournament of Power, Fierce Battle. Und er ist in der Kategorie Realm of Gods, Universe Survival Saga und Pure Saiyan. Wie geht's da? Richtig geil. Meine eigene Meinung, was das sagen kann. Cool getroffen. Bisschen komisch, dass sie Gamma Burst Flash gewählt haben, weil das war ein Manga, das hat er eigentlich nicht gemacht im Anime. Im Tournament of Power, sofern ich mich richtig erinnere. Finde ich ein bisschen schade, dass sein Leader nur 130% auf den Angriff gibt. Aber ich kann es auf der anderen Seite verstehen, weil es sind Pure Saiyans und außen vorweg, wir hatten recht, beziehungsweise ich habe es richtig, also ich habe es schon geahnt. Wenn es eine Pure Saiyan-Kategorie wird, dann werden die Fusionen nicht dabei sein. In der Pure Saiyan-Kategorie ist keine Fusion dabei, in der Hybrid Saiyan schon. Kann ich verstehen, weil es wirklich einzigartige Charaktere sind. Aber dann hätte ich es cool gefunden, wenn der Angriffboost stärker wäre. Weil der Angriffboost sind 130%, da merkt man schon, das ist ein Nerf, weil das eben in der Kategorie selbst sehr gute Charaktere sind. By the way, Vierfacher Goku ist auch drinnen, also seine erste Kategorie. Ich finde die 130% ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Ich würde da. Ich hätte das anders lieber gewollt, wenn ich ehrlich bin. Muss ich also. Real Talk. Und ansonsten bin ich mit der Karte total zufrieden, auch mit Elvish Attack, dass sie keine Ulti sind. Finde ich wirklich sehr gut, denn Vegeta im Tournament of Power, die Karte vom Tournament of Power. Er hat die ganze Zeit angegriffen, auch wenn er kurz vorm Nahtod war, beziehungsweise kaum kämpfen konnte, aufgestanden, angegriffen. Finde ich cool, männlich. Was ich sehr, sehr schade finde und überhaupt nicht verstehe, das ist so ein Thema, verstehe ich überhaupt nicht. Wo ist sein Linkskin? Saint Pride, Attack plus 50%. Dieser Dude, er heißt Devoted Pride, dieser Dude stand für Stolz, für Pride der Saint und hat kein Saint Pride. Ja, GG. Like legit, GG. Natürlich, LMA Jim Vegeta auch in der Kategorie. Vielfacher Vegeta auch, die beiden haben Saint Pride, er nicht. Da verstehe ich so die Welt nicht. Anyways. Das zum Vegeta finde ich sehr, sehr cool. Zum neuen Jiren selbst. Zum Jiren. So sieht seine Art aus, sein Artwork. Und ja. Er hat keine Transformationsmechanik. Manche finden das wahrscheinlich ein bisschen blöd, manche ja nicht. Schaut uns mal die Karte an und gucken, ob wir das verständlich finden. Leader Skill, Universe Survival Card. Universe Survival Sage gibt der Keep plus 3 auf HP Drücken der Funde 50% oder sein Charakter den Keep plus 3 auf jeden Fall 50% Super Attack macht immens Damage, verringert Verteidigung des Gegners stark. Passive, er bekommt at Start of Turn auf den Angriff oder Verteidigung 130%. Hat immer noch seine Medium Chance, die Gegner zu stunnen, alle Gegner zu stunnen. Aber das ist einzigartig und richtig geil. Wenn er dann einen gestunten Gegner angreift, macht er zu 100% einen Crit. Richtig geil, richtig geil. Link Skill, Cold Judgment, Shocking Speed, Infighter, Hero of Justice, Tournament of Power, Fierce Battle, Godly Power. Er ist in der Kategorie Universe Survival Saga und Dream of Gods. Ich kann das verstehen, also, was heißt verstehen? Viele wollten wahrscheinlich in die Transformationsmechanik zu Jiren. Er hat es leider nicht. Vielleicht können wir da in der Zukunft hoffen, dass dann noch einer kommt, der es transformieren kann. Aber auch ohne Transformationsmechanik ist er wirklich richtig gut. Also seine SR-Form war schon richtig gut und seine Terra-Form ist ein Ticken besser, sehr, sehr geil mit dem Crit-Chance, 100% Crit. Ich kann es so persönlich annehmen. Ich kann aber auch alle verstehen, die da eine Transformationsmechanik haben wollten. Vielleicht haben sie es aber aufgehoben und vielleicht kommt ja noch ein neuer Jiren. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass noch ein SSR Ui Goku kommt. Also der Ultra Instinct ist und nicht Ultra Instinct sein. Und dann quasi noch ein Jiren in der Zukunft. Aber das ist nur so Spekulation. Ein Jiren, der es dann transformieren kann. Aber bis jetzt müssen wir es so hinnehmen. Anyways, wir haben noch sehr viele weitere Charaktere, die schauen wir uns auch auf jeden Fall an. Es sind wirklich sehr, sehr viele Charaktere. Auf sie fliege ich kurz hindurch. Diese Topo ist das Awaken vom SR-Topo, den es schon gab. Und erstaunlicherweise erweckt man ihn mit den Vegeta-Medaillen. Er wird zum God of Destruction-Topo. Halt, es ist ein Side-Charakter, aber ich bin mir sicher, dass früher oder später noch ein Dokken Awakened, beziehungsweise kann es gut sein, zu Topo selbst kommt. Aber bis dahin haben wir die Information zu diesem Topo. Was kann dieser Topo nach seinem Awakening? Wie gesagt, mit den Vegeta-Medaillen. Dieser Skill ergibt jeden Typus Keep plus 2 HP auf 70%, macht Supreme Damage und erhöht Alliierten-Angriff 25%, also jeden Alliierten. Und ergibt jeden Alliierten-Attack unter plus 35% und verringert jedes Gegners Verteidigung minus 50%.
Schatten Speed Guard Power Trainer of Power 4, so 4 Battle Rival Duo, Supreme Power Tough, S. Nates, Universe Survival Saga, Realm of Gods. Wie gesagt, ich werde das Ganze ein bisschen überfliegen. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen, falls ich vergesse, erinnert mich dran. Es sind wirklich viele Charaktere. Ich wollte sie nur kurz überfliegen, damit das Video nicht allzu lang wird. Dann, auf der anderen Seite jedoch, gibt es einen neuen Dispo und dieser Dispo, für ihn braucht man dann die Jiren-Medaillen. Was kann dieser Dispo? Dieser Dispo ist wirklich nicht schlecht. Er gilt halt, gibt Luster HP, Attack und Death 70%, Supreme Damage und erhöht seinen Angriff für 6 Runden. Passive. Angriff plus 20% und Dodge plus 15% jedes Mal, wenn er in eine neue Runde kommt. Sein Dodge geht nicht über 60%, das Maximum 60%, aber es sieht so aus, als würde sein Angriff unendlich stacken. Okay, kann man so hinnehmen, aber ob eine Runde, ob ein Kampf halt unendlich lang geht, ich wage es zu bezweifeln. Genau, so viel zum Dispo. Gut, dann haben wir noch wirklich weitere andere Karten. Es kommt ein Tag Jiren, der wird über das neue Story-Event erfahrbar sein. Dient regulär für die Essay vom Jiren, den wir haben. Was kann man zur Karte selbst sagen? Was interessant ist, ein bisschen mehr, nur, eigentlich nur die Passive. Er hat eine Damage Reduction, wenn seine Key 10 oder mehr sind und das um 50%. Ranger 17, das ist das Awakening vom C17, den ihr unten seht. Und zwar mit den neuen Medaillen vom Story-Event. Erweckt bekommt natürlich Shattering Limit. Aber was kann er dann? Was kann er, wenn er man erweckt? Nämlich Attack und F 70% und für jeden Take-Orb, den er einsammelt, bekommt er 15%, auf die Verteidigung 10%. Auf der anderen Seite haben wir C18. Wirklich ähnlich. Attack und F 70%, aber sie ändert physisch Key in Tech-Key und bekommt für jeden Key, nicht Tech-Key wie Android 17, für jeden Key, den sie einsammelt, Attack plus 12% und Death plus 7%. Dann haben wir noch zwei andere neue. Android 18 und C17. Diese sind natürlich aus dem Universe Survival, aus dem neuen Story-Event. Was können diese beiden? C17 auf der einen Seite kann folgendes, beziehungsweise was da interessant ist, ist mehr oder weniger die Passive. Sie sind Universe Survival Saga Leader beide, geben aber natürlich einen geringen Boost. Attack plus 10% pro Key obtained, also für jeden Key, den er einsammelt, bekommt er 10%, aber eine hohe Chance, den Gegner zu sealen. Hohe Chance, mit einer Passive den Gegner zu sealen, finde ich cool. Für 2 Runden dann natürlich kann der Gegner keine Ultis starten bei Android 18. Bei dem Agility Free-to-Play ist es ein bisschen andersrum. Sie bekommt 10% auf ihre Verteidigung für jeden Key, den sie einsammelt hat, aber eine Medium-Chance, den Gegner für 2 Runden zu stunnen. Genau, Rebrian, eine neue Rebrian haben wir ebenso. Rebrian Giant aber ist sie heißt Rebrian Giant. Diese Rebrian kann folgendes, Peppy Ghost Kategorie Leader und Physik-Charakter Key Plus 2 auf HP und 70%. Macht Supreme Damage, erhöht ihren Angriff für 6 Runden. Passive Attack und Death 80%, wenn sie eine Super Attack launcht. Und jedes Mal, wenn sie einen Key sammelt, bekommt sie Key plus 1, also wie Ella Gohans Passive. Und sie kann sich in einen Giant transformieren und das zweimal, maximal zweimal. Also sie gehört in die Giant-Kategorie und ist ein Giant-Charakter an der Stelle. Dann haben wir noch erstaunlicherweise zwei neue. Vielleicht kennt ihr sie, den einen Majin Vegeta, den Goku, das waren die vom Battlefield-Logo. Könnte sein, dass Battlefield früher oder später zurückkommt. Diese zwei Dudes, was können sie? Majin Vegeta auf der anderen Seite. Gibt Extreme Tag Charakter, Key Plus 2, HP 70%, macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff stark für eine Runde. Passive Skill, jedes Mal, wenn er einen Angriff startet, wenn er einen Angriff performt, erhöht seine Verteidigung um 30%, Maximum 120%. Jedes Mal, wenn er einen Angriff bekommt, erhöht seinen Angriff um 30%, Maximum 90%. Bei Goku ist es ein bisschen anders. Bei Goku ist es genau andersrum mit den Death und Angriff. Wenn er eine Ulti startet, dann erhöht sich seine Verteidigung stark. Und bei der Passive ist das folgendermaßen. Jedes Mal, wenn ein Angriff startet, erhöht sich seine Verteidigung um 30%, Maximum 90%. Jedes Mal, wenn er einen Angriff bekommt, erhöht sich sein Angriff um 30%, Maximum 120%. Dann haben wir noch ganz, ganz kurz einen Elder Kai, SR Elder Kai. Dieser Elder Kai erhöht nicht garantiert SA1, also gibt nicht garantiert ein Level auf die SA jedes Charakters, sondern hat eine Chance, eine 30%ige Chance. Finde ich nicht schlecht, weil ihr müsst bedenken, ist Esser-Charakter. Heißt, wenn er leicht zugänglich ist, nur her damit, ist ein Esser-Charakter, wenn wir durch die Suns bekommen oder so, oder wirklich farmbar ist oder so, viel leichter zu erhalten, was ich mir vorstellen kann, als Esser, LDK und eine 30%ige Chance gibt, bin ich auf jeden Fall zufrieden, denn da haben wir auch, da macht es tatsächlich Sinn, einen Esser-Charakter zu ziehen, oder wisst ihr, was ich meine? Finde ich nicht schlecht, dass es so eine Zugabe ist, sage ich mal. Anyways, Leute, das waren alle Informationen zu den neuen Karten. War ein bisschen viel, hast ein bisschen durchgerusht. Ich wollte das klein halten, nicht allzu lang. Alle Links in der Beschreibung gesagt zum Nachschauen. Ich wünsche auf jeden Fall noch schöne Zeit. Ich wünsche auf jeden Fall wissen, was hat ihr zu dem neuen Vegeta? Was hat ihr zu dem neuen Vegeta? Stimmt ihr mir dazu oder seht das Ganze ein bisschen anders? Bis dann, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.